Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr heute wieder mit bei mir seid. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid gesund und munter. Am Anfang möchte ich mich wie immer ganz, ganz herzlich bei euch bedanken fürs Liken, fürs Abonnieren, fürs liebevolle Kommentieren, für die Wertschätzung, die ihr mir und meinen Kanal auf verschiedenen Wegen entgegenbringt. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, lieber Steinbock oder der, die du hier auf einen Steinbock schaust, heute schauen wir gemeinsam, wie es denn in Sachen Liebe, Liebesverbindungen im Monat März bei dir aussieht. Dabei ist es völlig egal, ob du hier auf einen Wunschpartner schaust, auf eine bestehende Verbindung schaust, auf einen Ex-Partner schaust oder vielleicht sogar auf jemanden, mit dem du gar keinen Kontakt hast. Und zwar habe ich die Legung so aufgebaut, dass ja deine Energie als Zuschauer liegt, hier die Energie deines Gegenübers, hier euer Miteinander und dann habe ich noch ein paar Orakelkarten abbeten. Falls du während der Legung bemerkst, dass du doch eher hier bist und dein Gegenüber doch eher hier, dann dreht ihr das bitte um, dann ist das spiegelverkehrt, das kann passieren. Es ist auch wie immer eine allgemeine Legung, sie kann auf dich zutreffen, muss es aber nicht. Und ich versuche auch geschlechterneutral zu deuten. Falls mir das nicht immer gelingt, dann dreht euch das bitte um. Da ich hier als Frau sitze und für euch fürs Kollektiv lege, deute ich die weiblichen Karten immer für den Zuschauer und die männlichen Karten immer für das Gegenüber, egal welchen Geschlechts du bist. Ich versuche das Wort Mensch zu benutzen, sodass es geschlechterunspezifisch ist und dass ihr euch das besser in eure Situation umdrehen, umdenken und umdeuten könnt. Zu dieser Legung gibt es auch wie immer eine erweiterte Legung auf Vimeo. Den Link dafür findest du unten in der Infobox und ich pinne das auch nochmal in den Kommentaren an, wenn du gerne wissen willst, wie es mit deinen Herzensmenschen weitergeht, was dieser über dich denkt, was dieser für dich fühlt, wie dieser Mensch denn in den nächsten Schritten auf dich zukommt, was dieser Mensch unternimmt in deine Richtung, wann das denn ungefähr passiert und wie du dich denn am besten in dieser Verbindung verhalten solltest. Wenn dich das interessiert, wie gesagt, den Link dafür findest du unten in der Infobox. Gut, dann ist, glaube ich, soweit alles gesagt und wir starten in deine erste Karte im Monat März. Und dann habe ich hier die Neun der Kelche. Also, hier regiert Verliebtheit. Also, du bist verliebt. Ja? Der Mensch, auf den du schaust, das ist auch deine Wunscherfüllung für dich. Na, also, du möchtest ja gerne mit diesem Menschen die Sattheit in Sachen Liebe erleben. Ja? Also, du bist hin und weg. Na, mit diesem Menschen. Was ich dir sagen kann, ist auch, dieser Mensch ist auch in dich verliebt, nur man hält sich bedeckt. Ne? Also du wirst es nicht merken, dass dieser Mensch in dich verliebt ist. Hier sitzt jemand noch auf seinem Sessel, weiß, ne, dass man verliebt ist und hält sich aber noch bedeckt. Ne? Das Fischglas ist abgedeckt, also man lässt hier nichts nach außen dringen. Kein Gefühl, keine Emotionen. Mir bleibt gleich die Stimme weg. Ich muss mal ganz kurz einen Schluck trinken. Also du wirst auch nichts hören von diesem Menschen. Ja, also da kommt verbal nichts raus an Gefühlen. Ja, also es ist wie, als hätte dieser Mensch ein Kloß im Hals, ein Frosch im Hals. Ne, so kriege ich das gerade rein. Das ist, ja. Ich sehe aber hier, dass dieser Mensch auch in dich verliebt ist. Du bist auch die Wunscherfüllung dieses Menschen. Na, also hier, ja, sind zwei ineinander verliebt. Du wirst es wissen, du wirst es auch sicher zeigen, aber dieser Mensch wird sich bedeckt halten. Und dann habe ich hier den Herrscher. Ja, hier kontrolliert sich jemand, hier beherrscht sich jemand. Na, das kann für das Sternzeichen Widder stehen. Na, also du bist in jemand verliebt, der sich sehr kontrollieren und sehr beherrschen kann. Na, auch aus einer Angst heraus, dir Gefühle zu zeigen und hier wieder verletzt zu werden. Dieser Mensch könnte auch dich, eure Verbindung, dein Feld beherrschen und kontrollieren wollen. Das kommt aber alles aus einer Angst heraus, na, sich dem Fluss des Lebens hinzugeben, weil man nicht weiß, was ist denn dann, wenn ich hier in die Gefühle gehe, was passiert denn dann? Na, also werde ich da abgemetzelt, werde ich da abgestochen? Also dann beherrscht man sich lieber und kontrolliert es lieber, dann ist man auf der sicheren Seite. So hat dieser Mensch das Gefühl. Und dann habe ich hier die 10 der Kelche. Also du bist dir sicher, das ist der Jackpot. Ne? Du kannst dir mit diesen Menschen hier alles vorstellen. Hier ist auch wie so eine Hochzeitsfeier dargestellt. Also du würdest sofort diesen Menschen hier vom Fleck weg an dich nehmen, sage ich mal. Na, also das haben wir ja schon bei dir so in den letzten 2 Monaten gehabt, ne? In der Dezemberlegung, der Februarlegung, das war so, ich will, ich will, ich will aber, ne? Ich hoffe, von dieser Energie bist du weggekommen. Aber du bist ja schon seit längerem
an diese Menschen interessiert, ne? Und du weißt auch, mit Geduld und Spucke wird es dorthin kommen, wo du das hinhaben willst, ne? Aber es ist wichtig, dass du von diesem Druck wegkommst. Ich hatte ja im Dezember und im Februar hast du ja so einen Druck ausgeübt bei diesen Menschen. Das kriege ich diesmal nicht mehr rein bei dir. Du weißt, da willst du hin und irgendwann wird es passieren. Ne? Und du kannst dir das mit diesen Menschen vorstellen. Ich kriege hier trotzdem noch für dich eine Geduldsprobe rein. Und dann habe ich hier das Asterkelche. Hier ist das Fischglas, ne? Das ist dein Fischglas und das ist das Fischglas dieses Menschen. Abgedeckt, ne? Da kommt nichts raus. Und deins ist offen. Hier, also du könntest bei diesen Menschen vor der Tür stehen und sagen, hier ist mein gefüllter Kelch, los geht's. Ne? Körper, Geist und Seele sind verliebt und ja, und du hoffst ja auch, dass es Chancen und Möglichkeiten gibt, die Erfüllung in Sachen Liebe zu erfahren. Ne? Also so Momente, wo man miteinander sein kann, wo man miteinander liebevolle Worte austauscht, wo hier eine Flirt-Energie ist. Ne? Aber wie gesagt, du brauchst noch ein bisschen Geduld, dieser Mensch hält sich noch bedeckt, ist aber in dich verliebt, das kann ich dir sagen. So, dann schauen wir mal bei dem Gegenüber. Und dann habe ich hier das Ass. Der Schwerter. Ne? Bei dir ist hier ein liebevolles Ass. Du möchtest diese Menschen liebevoll entgegenkommen und dieser Mensch kommt dir hier mit einer Entscheidung entgegen, mit Kommunikation entgegen. Da könntet ihr auch ein bisschen federn lassen. Also hier möchte jemand Tacheles sprechen. Hier gibt es Chancen und Möglichkeiten auf Klärung, auf Kommunikation, auf Austausch. Und dann habe ich hier die vier, fünf der Münzen. In diesem Austausch, in dieser Klärung könntet ihr auch jemand sagen, ich bin noch nicht so weit. Ich bin hier bei den fünf der Münzen. Ich bin noch total im Mangel, was meine Fülle betrifft, was meine innere und äußere Fülle betrifft. Ich habe das Gefühl, dieser Mensch denkt von sich, er ist es nicht wert, hier sowas zu erfahren. Ne? Die Münzen, die hier liegen, die Fruchtbarkeit der Äpfel, die komplette Fülle. Ne? Aber das könnte auch etwas sein, was dir dieser Mensch sagt, was dir dieser Mensch erzählt. Und das ist schon ein großer Schritt, wenn man das selber reflektiert. Dass dieser Mensch erkennt, ich bin noch nicht so weit, ich bin hier noch nicht in der Fülle, um mir überhaupt was zu geben, geschweige denn dir überhaupt was zu geben. Obwohl hier die Gefühle da sind. Ne? Und dann habe ich hier die zwei der Stäbe. Hier hat dieser Mensch schmiedet hier aber einen Plan, hat ja schon sein Gepäck gepackt, ne, seinen Rucksack gepackt und hat hier eine Karte in den Händen und überlegt, wie komme ich denn dorthin? Wie komme ich denn von den fünf der Münzen zu den zehn der Münzen? Na, die zwei der Stäbe, das ist so die positive Zukunftsaussicht, wo man weiß, was man möchte, aber noch nicht weiß, wie komme ich denn dorthin? Wie kann ich denn das einfordern? Das passiert dann bei den drei der Stäben. Aber nichtsdestotrotz macht sich hier schon mal jemand auf, ne? Auch in dieser Kommunikation, wenn das mal angesprochen wird, wenn das mal ausgesprochen wird, dann bewegt sich ja die Situation auch schon in die Fülle, ne? Und hält nicht mehr am Mangel fest. Und dann habe ich hier die fünf der Kelche. Also dieser Mensch ist hier auch noch über etwas traurig. Etwas ist hier kaputt gegangen. Ich kriege nicht unbedingt eure Verbindung rein. Ich kriege hier drei Kelche rein. Das könnten auch für drei verschiedene Verbindungen, Beziehungen stehen, die kaputt gegangen sind im Leben dieses Menschen. Das kann was aus der Vergangenheit sein. Frühere Partnerschaften oder etwas in der Kindheit, in der Jugend, was kaputt gegangen ist. Hier liegen die Fische auch auf dem Trocknen. Na, also hier ist. Und wir wissen ja, wenn die Fische lange am Trocknen sind, dann sterben die, ne? Können nur im Wasser Luft holen. Hier wurde auch, also das Fließen der Gefühle wurde irgendwann im Leben dieses Menschen unterbrochen. Hier ist drei was umgefallen, ne? Das kann der Partnerschaft sein, das kann eine Verbindung zu den Eltern auch sein, kriege ich rein. Und deswegen sieht man im Hier und Jetzt die zwei Kelche nicht stehen. Ne? Also die Möglichkeit hier in eine liebevolle Verbindung zu gehen. Und hier ist auch jemand in irgendeinem Schuppen. Ne? Hier ist der Putz von der Wand geblättert, hier stehen Kisten rum, hier ist das Fenster verbarrikadiert.
Also hier fühlt sich jemand einsam und verlassen und das könnte auch angesprochen werden in diesem Gespräch. Also dieser Mensch wird sich dir verbal offenbaren. Ja, hier wird eine Kommunikation stattfinden und da solltest du auch genau zuhören, wenn dieser Mensch hier über seine Emotionen spricht, wie es diesem Menschen geht, was dieser Mensch fühlt. Na, und dann vielleicht dich mal ein bisschen zurückhalten hier mit deinem Fischglas. Weil für dich ist alles klar. Das ist schon seit Dezember für dich klar. Na, aber hier kommt, ich merke, es kommt Bewegung rein bei diesem Menschen. So, dann kommen wir in eure gemeinsame Energie. Dann habe ich hier den König der Schwerter. Kann ein Luftzeichen sein, Wassermann, Zwillinge oder Waage. Ja, also hier ist jemand bereit zu kommunizieren. Für den Austausch. Und wird dir auch erzählen, wie man in der Vergangenheit Federn gelassen hat. In verschiedenen Verbindungen, Beziehungen. Ne? Das können auch familiäre Beziehungen sein, traumatische Erlebnisse sein. Ne? Also du schaust ja auf einen Menschen, der sehr viel Federn gelassen hat. Der sehr viel Wunden ertragen musste. Schmerz ertragen musste. Ne? Und darüber könnte kommuniziert werden. Also hier ist jemand bereit, eine Entscheidung zu treffen, mit dir zu kommunizieren, sich mit dir auszutauschen. Hier ist auch jemand sehr am Kopf. Ne? Also dieser Mensch ist verliebt, hat es vielleicht für sich auch noch nicht so richtig wahrgenommen und erkannt, und macht es so ein bisschen mit dem Kopf aus. Ne? Also hier ist jemand sehr an der Ratio. Ne? Weil man halt auch das erlebt hat, was man erlebt hat und hat Angst, dass man da wieder verletzt wird. Und dann habe ich hier den Turm. Also hier stürzt etwas ein. Hier findet ein Umbruch statt. Hier habe ich das Märchen Rapunzel. Ne? Und hier schlägt es auch in diesem Rapunzelturm ein. Hier unten steht der Prinz. Ne? Und Rapunzel lässt das Haar herunter, aber dieser Prinz steht unten und sagt, nee, du musst ja diesen Turm verlassen. Hier haut's dir ja schon das Dach weg. Also hier geht es um Befreiung in dieser Verbindung. Dieser Mensch darf sich von Ängsten befreien, von Glaubenssätzen befreien, von Verhaltensmustern befreien, die nicht mehr gesund sind. Na, hier hat man sich auch lange und seine Gefühle in den Turm gesperrt und nichts nach außen gelassen und auch nichts rangelassen. Na, also dieser Mensch könnte auf sein Herz und seine Seele so einen Turm gebaut haben, einen Zaun gebaut haben, eine Mauer gebaut haben. Und das fällt aber jetzt zusammen. Also hier wird etwas befreit in dieser Verbindung. Und dann habe ich die nächste große Arkana, dann habe ich hier die Kraft. Ist das Märchen die Schöne und das Biest? Kann für das Sternzeichen Löwe stehen oder einfach nur diese Energie repräsentieren. Hier möchte etwas in den Fluss gebracht werden. Hier habe ich die liegende Acht. Na, hier wird die Stärke, die Kraft dieser Verbindung wieder befreit. Und auch die Kraft und die Stärke und der Mut dieses Menschen wird hier wieder befreit. Also hier kommt jemand auf dich zu und bittet dich um Entschuldigung, bittet dich um Verzeihung, bittet dich um eine neue Chance. Also das habe ich hier. Na, hier geht jemand vor dir auf die Knie und ja, das, was ich reinkriege, es ist auch wichtig, dass dieser Mensch den Mut und die Kraft und die Stärke alleine fasst, um auf dich zuzukommen. Also du musst hier gar nichts tun. Auch wenn du hier vielleicht ein bisschen hibbelig bist und denkst, ich weiß doch aber, dass das stattfindet, dann kann ich doch auch was machen. Dieser Mensch darf diesen Weg alleine gehen. Ich sagte, dieser Mensch kommt hier auf dich zu. Dieser Mensch ist auch verliebt in dich und wird hier mit dir kommunizieren. Lass diesen Menschen mal diesen Prozess gehen. Ohne dein Zutun, ohne deine Unterstützung. Das wäre ganz wichtig. Und ich sehe auch, dass du das annehmen wirst. Ne? Du legst hier so die Hand drauf und weißt, bei dir ist dieser Mensch auch gut aufgehoben. Ne? Du kannst diese Bestie hier zähmen. Und die Bestie lässt sich ja auch von dir zähmen. Na, also du hast auch keine Angst. Na? Also hier wird was befreit. Also lass mal das Universum hier machen. Und lass mal diesen Menschen hier in diesen Prozess reingehen, ohne dass du mit deinem Fischglas hier vor der Tür stehst. Das wäre wichtig für diesen Menschen. Damit es fließen kann, dass dieser Mensch mal in die Emotionen wiederkommt. Dass dieser Mensch hier mal wieder die Gefühle fließen lässt und Zugang zu seinem Herzen und zu seiner Seele findet. Und dann habe ich hier den Instinkt. Na? Der Wolf ist ein Krafttier, was sehr mit seiner Seele verbunden ist. Und hört auch auf seinen Instinkt. Wenn Gefahr ist, wenn keine Gefahr ist, wenn man sich herauswagen kann aus dem
aus dem Wald. Der Wolf ist auch jemand, der sich manchmal vom Rudel zurückzieht und ein Einzelgänger ist. Ne? Das könnte auch auf diesen Menschen zutreffen. Und Instinkt bedeutet ja auch Bauchgefühl, Intuition. Wann ist denn hier der richtige Zeitpunkt, um mich hier zu offenbaren, um hier in die Kommunikation zu gehen, um hier, dass dieser Umbruch stattfindet? Das wird alles instinktiv geführt werden. Ne? Also dein Instinkt ist hier schon richtig, dass du sagst, früher oder später kommt dieser Mensch nicht an mir vorbei, wir werden hier die 10. Kelche leben. Gebe ich dir recht, aber es braucht ja noch ein bisschen Geduld von dir. Ne? Also du musst ja nichts tun, das lass diesen Prozess einfach geschehen. Und dann habe ich hier göttliche Fügung, du wirst wissen, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist, vertraue darauf, dass sich alles zum Guten wenden wird. Das ist das Einzige, was du tun musst. Vertraue darauf, dass sich alles zum Guten wenden wird, alles andere wird geschehen. Ne? Göttliche Fügung, göttliches Timing, Instinkt. Ne? Also zur richtigen Zeit, am richtigen Ort wird es in die richtige Richtung für euch gehen. Das ist für viele unterschiedlich, wann das denn passiert. Wir können mal schauen im Zusatzreading, ob wir da einen Hinweis darauf bekommen, wann ungefähr diese Zeit sein wird. Ja, ihr Lieben, also du musst dir gar nichts tun, vertrau einfach darauf, dass es gut werden wird. Alles andere passiert bei diesen Menschen und lass diesen Menschen diesen Prozess alleine gehen, damit dieser Mensch in seine Kraft kommt und vor dir stehen kann. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt in eurer Verbindung. Wenn du das diese Menschen nimmst, wird es nicht dorthin kommen, wo es hinkommen soll. Ihr Lieben, wenn ihr jetzt wissen wollt, wie geht es denn mit diesen Menschen hier weiter? Wann kommt denn dieser Mensch mit Kommunikation auf mich zu? Wann wird sich denn hier was bewegen? Wie kommt denn dieser Mensch auf mich zu? Was wird denn dieser Mensch unternehmen? Was fühlt denn dieser Mensch für mich? Was denkt denn dieser Mensch über mich? Wann wird denn das ungefähr passieren und wie solltest du dich denn am besten in dieser Verbindung verhalten, damit das Ganze positiv voranschreiten kann? Dann lade ich dich ganz recht herzlich ein, mir auf Vimeo zu folgen, zu dem weiterführenden Reading. Den Link dafür findest du unten in der Infobox und ich pinne das auch nochmal in den Kommentaren an. Wenn wir uns dort wiedersehen, würde ich mich ganz sehr freuen und allen anderen wünsche ich eine wundervolle Zeit. Macht's gut, ihr Lieben. Bis bald.